Tarkov ist einer der wenigen Spiele, die uns erlauben, die Server selber auszuwählen. Das ist total krass. Die meisten Spiele geben das ja natürlich einem vor. Und durch diese manuelle Serverauswahl haben wir die Möglichkeit, uns Vorteile auszuwählen. Wenn man nicht aufpasst, hat man Nachteile. Und wenn man am Ball bleiben will, muss man diese Server die ganze Zeit anpassen. Ist also nicht ohne, muss jeder für sich selbst wissen, ob er das machen möchte oder nicht. Aber wenn ihr das machen möchtet, solltet ihr wissen, was überhaupt die Parameter, warum sollte ich den oder den nehmen. Wir gucken einmal rein. Um die Serverliste überhaupt zu sehen, öffnen wir erstmal den Client und gehen unten auf Change Server. Hier einmal draufklicken und dann bekommen wir die komplette Serverliste. Standardmäßig ist hier die Automatik eingestellt, das heißt, wir kommen automatisch auf unsere nächstgelegenen Server. Das wären bei mir die europäischen Server, also die EU-Server. Hier unten das Häkchen ist drin, Use Automatic Server Selection Europa. Das Häkchen nehmen wir raus und dann bekommen wir die Möglichkeit, sämtliche Server in der Liste auszuwählen. Dabei können wir vor allem sortieren nach durchschnittlicher Matching Time und nach dem Ping. Letzteres ist erstmal am interessantesten, da wir natürlich ein Ping Limit haben. Das heißt, wir sollten die 120 nicht gerade überschreiten. Also hier unten wäre sozusagen unser Limit in Kasachstan. Das wäre so der höchste Ping Server. Wobei der Ping schon so hoch ist, dass man schon Probleme kriegen könnte. Wenn der Server ein bisschen schwankt, kann es schon passieren, dass man aus der Runde rausfliegt. Also sowas mit Vorsicht zu genießen. Und der niedrigste Ping Server ist natürlich Deutschland. Da haben wir natürlich unsere kürzeste Reichweite. Wenn wir jetzt sämtliche Server nehmen von 0 bis 120 und diese zur Auswahl haben, welche Server nehmen wir jetzt? Also dabei ist sicherlich erstmal der erste Gedanke die Uhrzeit. Wenn ihr zum Beispiel eine ruhige Runde spielen wollt, also sicher questen möchtet, eure Items bekommen möchtet, Loot-Runden machen möchtet und so weiter, möchtet ihr nicht zu viele Gegner auf eurem Server haben. Entsprechend müsst ihr euch überlegen, wie viel Uhr ist es bei euch gerade und wie viel Uhr ist es auf dem Server, auf dem ihr spielen wollt. Ein Beispiel, wenn ich jetzt Deutschland anklicke, haben wir natürlich um 20 Uhr abends, entsprechend auf dem Server auch 20 Uhr abends. Wenn ich zum Beispiel Ekaterinburg anklicke in Russland, haben wir dort eine Zeitverschiebung von 3 Stunden. Das bedeutet, anstatt 20 Uhr ist es dort 23 Uhr. Und entsprechend kann es sein, dass da der ein oder andere Spieler, gerade wenn es ein Wochentag ist, schon nicht mehr auf diesem Server ist. Ich nehme dieses Video gerade um 23 Uhr auf. Das heißt, in Ekaterinburg ist es momentan 2 Uhr morgens. Diesen Umstand sehen wir anhand der Average Matching Time. Wir haben momentan eine durchschnittliche Zeit von 46 Sekunden. Achtung, Achtung, dieser Wert sagt nicht die tatsächliche Wartezeit aus, sondern ist ein relativer Wert, das heißt, in Ekaterinburg müssen wir ungefähr 10-mal so lange warten, wie zum Beispiel auf dem Server in New York. Die Wartezeit bezieht sich hierbei natürlich auf den Rundenstart, das heißt, sobald wir in eine Runde in einen Raid reingehen, kommen wir in die Warteliste, warten auf die Matching Players und das ist die Zeit, die hier gemeint ist. Das heißt, wenn man sich nicht die Arbeit machen möchte und die ganzen Weltuhren hier sich anschauen möchte, guckt man eben einfach auf diese Matching Time. Man sieht hier zum Beispiel Johannesburg und so weiter, also hohe Matching Time hier in der Schweiz, was von der Zeitverschiebung her jetzt nicht so weit wäre natürlich. Aber anscheinend sind momentan in der Woche um 23 Uhr in der Schweiz nicht viele Leute unterwegs. Umgekehrt werden Server, in denen es noch in denen wir eine humane Uhrzeit haben und relativ niedrige Matching Times haben, werden wir auf diesen Servern relativ vielen Spielen begegnen. Das heißt, wenn ihr auf PvP aus seid, auf schöne actionreiche Runden, dann müsst ihr gucken, dass ihr Server findet, bei denen die Matching Time niedrig ist und die Uhrzeit im normalen Bereich liegt. Der zweite Faktor ist der Ping. Nach dem Ping haben wir schon sortiert. Was sagt der Ping jetzt eigentlich aus? Man sagt ja immer Ping Abusing, High Ping und so weiter und so fort. Ein niedriger Ping sagt erstmal aus, dass ihr eine relativ kurze Latenz zu dem Server habt. Das heißt, der Server erkennt euch gut, eure Aktionen werden 1:1 übertragen und alles ist im grünen Bereich. Nehmen wir dagegen einen hohen Ping, wie zum Beispiel hier in Australien, 299 Ping, bedeutet das, dass eure Eingaben, eure Bewegungen verzögert auf dem Server ankommen. Aufgrund der Mechanik von Escape from Tarkov ist es so, dass ein gegnerischer Spieler
euch ebenfalls nicht zeitgleich erkennt. Durch die Mechanik von Escape from Tarkov ist es dann so, dass eine Aktion, die von euch ausgeführt wird und beim Gegner noch gar nicht gesehen wird, dazu führen kann, dass ihr einen taktischen Vorteil habt, weil die Auswirkungen eurer Aktion bereits verrechnet werden, bevor der Gegner darauf reagieren kann. Achtung, jetzt ganz wichtig, diese Unterschiede sind minimal, wir reden hier von Millisekunden. Das bedeutet, dieser Ping macht sich im Grunde genommen erst dann bemerkbar, wenn wir einen Spielstil an den Tag legen, der aggressives, also schnelles Movement und aggressives Gameplay beinhaltet. Die Shift-W-Spieler wissen, wovon ich rede, aggressiv durch die Gegend rennen, rumspringen und rumschießen wie in Call of Duty, das ist etwas, wo dieser Ping tatsächlich dann zum Vorteil werden kann. Dadurch, dass der Spieler sich nicht besonders schnell bewegt, macht sich dieser Ping bemerkbar, da die Aktion, die schon schnell an sich ausgeführt wird, eben früher durchgeführt oder durch den Server erkannt wird, als die Aktion, die vom Gegner ausgeführt wird. In der Praxis führt das tatsächlich dazu, dass Leute, die weit weg von uns wohnen, in der Regel auf unsere Server gehen und wir aus Deutschland oft auf die Server gehen im Ausland, die möglichst weit weg sind. Verkehrte Welt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine deutschen Gegner suche, müsste ich wahrscheinlich auf Server gehen, die hier um die 80, 90 Ping liegen. Und umgekehrt wollen die Amerikaner auf ihre Landesgenossen treffen, müssen sie wahrscheinlich auf unsere Server kommen. Komplett verrückt. Dennoch würde ich mir hier nicht so viele Gedanken machen, außer ihr seid so fortgeschritten, dass das wirklich schon eine Rolle spielt. Und wenn ihr so fortgeschritten seid, dass es eine Rolle spielt, dann wisst ihr auch schon längst, worüber ich hier rede. Kommen wir jetzt aber zu einem dritten Punkt und der ist wirklich interessant, und zwar die Art des Servers. Da gehen die Meinungen tatsächlich ein bisschen auseinander, es gibt aber trotzdem deutliche Tendenzen, und zwar reden wir von aggressiven und von passiven Servern. Dazu sortieren wir das Ganze mal nach der Region und gucken uns hier die Server an. Wir haben hier die europäischen Server. Hier haben wir Israel, Türkei, Australien und dann die russischen Server. Fangen wir in Russland an. Ich nehme das Häkchen hier mal raus, nicht, dass ihr denkt, dass ich auf Ekaterinburg spiele die ganze Zeit. Da würde ich auch gar keine Gegner finden. Zumindest nicht jetzt um 23 Uhr. Aber Tatsache ist, dass die russischen Server von aggressiven Spielern besucht werden. Jetzt könnte man denken, ja, das ist ein Klischee. Nein, ist es wirklich nicht. Es ist so, dass auf russischen Servern die Spieler einen aggressiveren Spielstil an den Tag legen. Und möglicherweise hat dieses Anführungszeichen Gerücht oder diese Meinungsmache dazu geführt, dass Spieler, die aggressives Gameplay bevorzugen, umso gerne auf diese russischen Server gehen. Das heißt, möglicherweise hat eine Art Snowball-Effekt eingesetzt, dass das Gerücht dazu geführt hat, dass noch mehr aggressive Spieler auf diesen Servern sind, dadurch dieses Gerücht sich noch mehr erhärtet hat und so weiter und so fort. Also, wenn ihr keine Lust habt auf Gammeln, auf Schimmeln, wenn ihr auf ehrliche Kämpfe Lust habt, wo Gegner durch die Gegend laufen, euch begegnen und wirklich in einem fairen 1:1-Fight oder 1:5-Fight, was immer noch fair ist, solange Gegner nicht rumschleichen, wenn ihr solchen Gegnern begegnen wollt, dann sind zum Beispiel die russischen Server eine gute Wahl. Tatsächlich in denselben Topf geworfen werden die amerikanischen Server. In der Regel ist es so, dass die USA-Server ebenfalls relativ aggressiv sind. Man sagt, die Leute sind sehr offen, rennen sehr viel durch die Gegend, sind laut, sind ehrlich in dem Sinne. Das bedeutet, dass man einen ehrlichen Kampf finden kann. Und das ist der Grund, warum die amerikanischen Server ebenfalls relativ beliebt sind. Leider sind die Pings aber so hoch, dass es schon sehr, sehr riskant ist, einen amerikanischen Server auszuwählen. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle hier Washington DC. Washington DC ist berühmt, berüchtigt für seine schönen Kämpfe tatsächlich. Während man dagegen auf Dallas eher ein passives Gameplay findet. Also auch hier scheinen die Unterschiede doch nochmal in dem Land auch nochmal unterschiedlich zu sein. Aber die grundsätzliche Tendenz ist auf jeden Fall da. Gehen wir nun in die andere Richtung und gucken uns an, was denn jetzt die lockereren Server sind. Also wo wird langsamer gespielt? Und da gehen wir tatsächlich zu uns nach Europa. Ja, wir Europäer sind vorsichtig, überlegen sehr viel, haben sehr, sehr viele Bedenken, den nächsten Schritt zu machen. Die europäischen Server sind sehr, sehr passiv. Insbesondere können wir hier hervorheben Finnland. Außerdem hervorzuheben ist Italien. Und prinzipiell ist es so, dass die automatische Selektion von Europa dazu führt, dass ihr ebenfalls auf relativ passive Server kommt. Übersetzt heißt das, das Risiko von einem Bushcamper getötet zu werden,
ist auf solchen Server signifikant, also bedeutend höher als auf russischen oder amerikanischen Servern. Das ist unglaublich, tatsächlich peinlich. Aber ja, es ist so. Jetzt, wo wir die ganzen Informationen haben, wie wählen wir jetzt unsere Server aus? Also ich mache das so, ich sortiere nach Ping und gucke mir die mittlere Range an von den Servern, die momentan einen guten Ping haben. Wenn ich jetzt also russische Server sehe, dann sind die auf jeden Fall sehr, sehr begehrt, weil wir hier schöne Fights haben werden. Gerade in den Streams haben wir hier immer viel Action und da geht's ab. Also das ist eine tolle Möglichkeit, sich schöne Server auszuwählen. Wenn wir dagegen questen möchten, gerade am Anfang eines Vibes zum Beispiel, dann lohnt es sich, Server zu nehmen, die ein bisschen leerer sind. Da würde ich zum Beispiel auf die Matching Time gucken. Also hier zum Beispiel Ekaterinburg, hatten wir vorhin schon angesprochen, ist eine Option. Rumänien wäre hier eine Option. Also alle Matching Times hier, die Türkei, die so ein bisschen höhere Werte haben, würden sich anbieten, weil ich weiß, dass hier weniger los ist, ich aber trotzdem noch in meiner Ping Range bin. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Und zwar spielt einmal die Uhrzeit eine Rolle. Welche Uhrzeit ist auf dem Server, also in dem anderen Land, wie viel Uhr ist es dort? Die Wartezeit, wie viele Spieler in der Warteschlange sind. Möchtet ihr eine ruhige Runde haben? Möchtet ihr eine aggressive Runde haben? Entsprechend die Server-Mentalität, ob ihr auf einem Server seid, wo eher aggressive Spieler sich einfinden oder eher passive Spieler langsam spielen und sich einfinden. Und der Ping, der vielleicht noch die geringste Rolle spielt, bei aggressiven Spielstil eine kleine Rolle spielen kann, aber in der Range eben wirklich nicht die entscheidende Rolle spielt. Und am Ende des Tages der Stress, sich immer mehrfach am Tag vielleicht zu überlegen zu müssen, welcher Server ist es jetzt? Jetzt haben wir so und so viel Uhr, wieder wechseln. Ob man sich das überhaupt antun möchte, macht es, wenn ihr Probleme habt. Also wenn ihr wirklich anpassen müsst, weil ihr dieses und jenes nicht schafft oder erreichen wollt oder zu viel ist oder irgendwas zu wenig ist, dass ihr euch dann Gedanken macht über den Server. Ich persönlich mache es so, ich wähle immer Server aus zwischen einer Pingrate von 30 bis 90. Und nehme da eigentlich so Querbeet-Server. Also einmal leichtere Server, in Anführungszeichen, wo weniger los ist. Und einmal schwierigere Server, sodass ich immer eine schöne Abwechslung habe in meiner Range, ohne auf die Auto-EU-Server angewiesen zu sein. Das ist meine Methode, um den ganzen so ein bisschen, um so ein Mittelding zu finden. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit. Ansonsten sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Hasta luego, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sauber. Ciao, 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 ciao.